Hey, herzlich willkommen zu den Ukulele-Workouts. Diesmal sind wir bei Episode 54, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das hier sind die Free-Hardcore-Extra-Runden. Wir üben etwas sehr intensiv und in diesem Fall wollte ich euch die drei wichtigen Fingersätze fürs Melodiespiel zeigen. Da haben wir einmal den Fingersatz mit einem Halbton und einem Ganzton. Dann den zweiten, das ist dann genau andersrum, ein Ganzton und ein Halbton. Und der letzte Fingersatz wäre ein Ganzton und ein Ganzton. Und bei diesem letzten Fingersatz dürft ihr selber entscheiden, beziehungsweise ist es auch ein bisschen situationsabhängig, ob ihr den Mittelfinger oder den Ringfinger für den mittleren Ton verwenden wollt. Jetzt können wir diese drei Fingersätze innerhalb eines über die Saiten verwenden, sodass wir, weiß ich nicht, über vier Saiten eine Tonleiter kriegen. Wir können sie aber auf einer Seite auch zusammensetzen. Und das machen wir in dieser Übung. Wir fangen an in der zweiten Lage mit dem Halbton-Ganzton-Fingersatz. Jetzt wechselt unser Zeigefinger an die Position des kleinen Fingers. Und wir machen den Ganzton-Halbton. Und jetzt wechselt wieder der Zeigefinger an die Position des kleinen Fingers. Und wir hängen den letzten, den Ganzton-Ganzton hinten dran. Also hier müsst ihr im 12. Bund ankommen, sonst habt ihr euch irgendwo an irgendeiner Stelle verzählt. Wir fangen bei 60 Beats an. Ich mache einen Durchlauf nach oben und wieder nach unten. Den Übergangston, wo der Zeigefinger den kleinen Finger ersetzt, beziehungsweise andersrum beim Zurückgreifen, den mache ich immer doppelt, sodass wir einen haben. Wie gesagt, einen Durchlauf in halben Noten, danach wechsle ich auf Viertelnoten. Für euch ist jetzt allerdings wichtig, dass ihr möglichst genau wisst, was ihr macht und nicht rumfummelt. Wenn ihr mit diesen Fingersätzen noch gar nicht so vertraut seid, dann wäre es vielleicht besser, erstmal einen nach dem anderen zu üben. Spielt ihr einfach drüber, klingt dann vielleicht manchmal ein bisschen schief. Aber da das alles Töne der C-Dur-Tonleiter sind, passt das irgendwie dann doch zusammen. Und fangt erst nach und nach an, die einzelnen Aufbaustufen mitzunehmen. Ihr könnt dieses Video auch beliebig oft wiederholen, bis es dann irgendwann geht. So, los geht's. Auf die Plätze. Einmal halbe Noten. 3, 4. So, Finger wechseln. Finger wechseln. Eigentlich redet man ja von einem Lagenwechsel. Und jetzt machen wir das Ganze rückwärts. Lagewechsel. Und jetzt mache ich das. 1, 2, 3, 4 in Vierteln. Und ab jetzt wird auch nicht mehr viel geredet. Und schon geht es ein bisschen schneller. Einmal halbe, der Rest in Vierteln. 2, 1, 2, 3, 4. Und Viertel. Ja, einmal kriegen wir noch.
So, ein bisschen schneller. 3, 4. Zehn Beats schneller. Ich fange direkt in Vierteln an. 3, 4. Den einen oder anderen klassisch ausgebildeten Gitarristen wird es wahrscheinlich stören, dass meine offenen Saiten mitschwingen. Grundsätzlich bin ich da voll dabei. Das nervt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern. Aber ist jetzt nicht Thema dieser Übung. So, zwei Durchläufe haben wir noch. Ich gebe mal die andere Hand. 2, 1, 2, 3, 4. Yes. Und der letzte Durchlauf. 2, 1, 2, 3, 4. Yes. Und das war das auch schon. Jetzt sind wir, wenn ich jetzt nochmal die Geschwindigkeit um 10 Beats erhöhe, dann sind wir bei der doppelten Geschwindigkeit des Anfangs. Und wir spielen dann quasi nicht mehr in Viertelnoten, sondern in Achteln, wenn wir jetzt nochmal vorne anfangen. Das heißt, wir können ja nochmal einen Durchlauf machen. Das wäre jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Betonung wird dadurch natürlich ein bisschen anders, weil wir so ein 3 über 4 haben. Genau. Eigentlich sagt man nicht genau, denke ich mir immer. Wenn ihr bis dahin mitgekommen seid, dann könnt ihr jetzt ja im Grunde vorne nochmal anfangen und in Achteln weiterspielen. Ihr könnt selbstverständlich auch euer eigenes Metronom nehmen und das so lange üben, wie ihr es eben selber braucht. Oder wenn euch solche Übungen gefallen und ihr denkt, oh, wenn einer vorne vorkaspert, ist es lustiger, dann guckt euch meine Ukulele Workouts an. Die sind wöchentlich, immer 45 Minuten, das sind dann Übungen. Und zu jeder Übung gibt es dann später, also dann zu diesen Viererblöcken, die übrigens dann nur innerhalb dieser Viererblöcke aufeinander aufbauen, gibt es dann auch meist nochmal ein Hardcore, eine Hardcore-Extra-Runde, so wie wir sie eben gemacht haben. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt, dann haut das runter in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Vielleicht sehen wir uns bei einem meiner Workshops. Bis dahin, wie seh's.